Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Life is Strange. Ich bin's wieder, eure Fluffy. In der letzten Folge ist es uns Gott sei Dank gelungen, wieder in der Realität zurückzukommen. Und Chloe lebt, sie sitzt nicht im Rollstuhl, sondern an unserem Schreibtisch und ist, denke ich, schon mal fleißig dabei gewesen, herauszufinden, wie wir am besten hinter dieses Rätsel von Rachel und Frank kommen. Ob uns das jetzt heute gelingen wird, sehen wir jetzt. So, wir sitzen immer noch in unserem Zimmer und sind sehr froh darüber, dass wir Chloe endlich wiedergesehen haben. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. So, dann wollen wir mal sehen. Hier haben wir jetzt schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Okay. Das ist so einiges. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Okay. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir haben ja gesehen, zu was das führen kann. It's amazing how innocent our drawings were compared to what we're doing now. Da hat sie, glaube ich, nicht ganz so unrecht. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. That snowdoe always makes me think of William and Chloe. Ah ja, dieses Reh. Was ist das für ein Portemonnaie? This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Also da muss man ja wirklich sagen, überlegt mal, wie lang das jetzt her ist. Das war ganz am Anfang. Es sind so viele Dinge passiert. So, wir sollten auf jeden Fall die Treppe nach unten nehmen. Und mal gucken, was wir in der Garage so finden werden. Oh, wen haben wir denn da? You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Ja, nur mal so viel dazu. Es ist ja auch nicht seine Familie. Und er hat sich diese ganzen Dinge hier jetzt selber zuzuschreiben. Das ist krankhaft, was er macht, ne? David isn't any different from me when he's looking at those family photos. Nicht, dass er mir nicht auch in irgendeiner Art und Weise leid tut. Er hat ja auch seine Gründe für das, was er tut, auf seine eigene Art und Weise, aber er vergisst immer die Gründe der anderen. Those poor whales are like
beached angels. What is going on here? Na, das ist einfach schrecklich. Was hier so los ist. Was ist das für eine Notiz? Ouch. Okay, es sieht wirklich so aus, als wenn Joyce es wirklich ernst meint. Können wir uns... Wir ruhen uns erstmal aus. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? If these alternate lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Die Arme. Die hat's auch echt nicht einfach. Ich glaube, sie hat einfach jetzt genug nachgedacht. Kann sie vielleicht noch so einen Donut essen? Naja, wir sollten eigentlich jetzt wirklich in die Garage gehen und nach Indizien suchen. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Tja. Wir werden es sehen. Das ist doch auf jeden Fall neu, da dieser Aufkleber. Warning, I don't call 911. So, was ist das denn hier für eine E-Mail? I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Mm-hmm. At least he has one weird fan. Wish I had surveillance footage of that conversation. Okay, was ist das für eine Karte? Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts, too. Das ist eine sehr interessante Information. Davon wussten wir ja bisher gar nichts. Schlimm genug. Und mit den Sachen hier können wir leider nicht interagieren. Hier scheint da irgendeine Überwachungskamera abgebaut zu haben. Warum sind denn da jetzt die Sachen von William? Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Was ist das hier für eine Papierkugel? There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Na, sonst kriegt die nachher noch Mitleid. Hier haben wir auch noch eine Notiz. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Ich hoffe, dass wir das herausfinden. Ein Flyer? I wonder if David is going to the party. Wahrscheinlich nicht. Oder er geht dahin, um zu bewachen, was da passiert. Das sind die ganzen Vorräte. Ich weiß nicht, sind wir hier schon fertig? Was ist das? Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Wegen? Excuse me. Just one picture, please. Wie süß. Wir machen ein Foto. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Niedlich. Wir bewegen die Planke wieder. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Sehr schön. So, was ist denn hier in diesem Schließfach? Whoa, that is a serious padlock on that locker.
Hey, David, what you hiding? Oh Gott. Woher soll ich das wissen? 1, 2, 3, 4. Shit. Ach, Freunde. Ich weiß es nicht. Hatten wir nicht mal so einen Code? For once, I don't have time to search for the code. Oh, and I need to find a way to break this padlock. Tja, diesmal wenden wir Gewalt an. Dazu brauchen wir irgendwas, womit wir das aufbrechen können. Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir eine Brechstange. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Sehr gute Idee. So, Brechstange. Zack. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Was sind das für Akten? Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Heftig. Aha. Das ist die Szene auf dem Parkplatz, ganz am Anfang. Vielleicht erpresst David irgendwie die Prescotts mit diesen Bildern. Ist es möglich? Auf jeden Fall interessant. Gut, dass wir das gefunden haben. Back to Chloe now. Jetzt bin ich echt gespannt, was sie dazu sagen wird. Was ist das hier noch für eine Notiz? Looks like David already booked a room. Ja, der ist irgendwo anders jetzt erstmal besser aufgehoben als in diesem Haus. So. Hallo. Frau Max. Ich habe doch die linke Maustaste gedrückt. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max. Now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Der Meinung bin ich aber auch. Mädels, ihr seid super. Und wie das weitergeht, zeige ich euch beim nächsten Mal. Bis dann.